Starke Aufstellung. Anstoß im Arminia Club TV. Präsentiert vom High Protein Pudding von Dr. Oetker. Ja, Manuel Prietl, ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben dich frisch vom Platz geholt bei angenehm 23 Grad hier in Bielefeld. Die erste Trainingswoche, die erste komplette Trainingswoche mit dem neuen Trainerteam sind hinter uns. Nimm uns ein bisschen mit. Wie war die Stimmung? Woran wurde intensiv gearbeitet? Die Stimmung war gut. Die Einheiten waren sehr, sehr intensiv. Wir haben ein bisschen was umgestellt, auch von unserem Spielstil, mit mehr intensiven Läufen. Daran haben wir halt in den letzten Wochen, speziell auch in der Länderspielpause, auch gearbeitet. Und jetzt sind wir vorbereitet für die letzten Wochen. War das jetzt für uns ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es eine Länderspielpause war? Im Endeffekt, um den neuen Trainer und das Trainerteam noch besser kennenzulernen oder die uns, war das natürlich ein Vorteil. Und jetzt geht es halt darum, dass wir in den letzten 6, 7 Wochen nochmal alles raushauen. Jetzt kommt am Wochenende ein sehr richtungsweisendes Spiel. Wir spielen gegen Mainz 05. Du bist ein sehr erfahrener Profi. Macht dich das noch ein bisschen nervös oder ist das für dich ein Spiel wie jedes andere? Fakt ist, dass nach diesem Spiel noch nichts entschieden ist. Also wir sind auch nach dem Spiel nicht abgestiegen. Es gibt jetzt 8 Spiele, wo wir mit vielen Mannschaften auf Augenhöhe sind. Es sind halt dann so 50-50 Dinge und du musst halt einfach bereit sein. Und jetzt am Wochenende haben wir die erste Möglichkeit, wieder einen Big Step zu machen. Aber es wird, glaube ich, jedes Spiel der letzten 8 Spiele sehr, sehr interessant werden. Jedes einzelne Spiel ist wichtig. Du kannst in jedem Spiel was mitnehmen, aber du kannst auch in jedem Spiel als Verlierer vom Platz gehen. Von dem her Köpfe klar bekommen, gut vorbereiten und in den letzten 6 Wochen alles unterordnen, dass wir gemeinsam unser Ziel schaffen. Wo wollt ihr euch in den letzten 8 Spielen noch verbessern? Wo müsst ihr euch vielleicht verbessern, damit es dann am Ende noch 2 Tabellenplätze hochgeht? Wir müssen effizienter werden. Wir müssen unsere Dinge machen. Immer wenn wir das erste Tor gemacht haben, haben wir einen Punkt geholt oder einen Sieg geholt. Da müssen wir sehr effizient sein und natürlich hinten müssen wir sehr konzentriert sein, speziell bei Standards. Nochmal alles reinwerfen. Im Hinspiel hast du ein Tor geschossen. Wir haben 3 Punkte mitgenommen gegen Mainz. Ist das was einem nochmal Rückenwind gibt für den Samstag, was man mit einem positiven Gefühl mitnimmt ins Spiel? Klar, immer wenn man ein Tor schießt, oder freut man sich sehr. Aber mir ist egal, wer am Wochenende das Tor schießt. Hauptsache, wir haben ein Tor mehr als der Gegner. Wir wollen natürlich dorthin fahren, um Punkte mitzunehmen. Das ist ganz klar. Und da brauchen wir jeden Einzelnen dazu. Wenn wir auf den Gegner gucken, Mainz 05, was macht die gerade aus? Was habt ihr in der Videoanalyse schon herausgefunden, worauf ihr am Samstag achten müsst? Mainz hat ein bisschen was umgestellt, haben in der Winterpause reagiert, haben 1, 2 Verstärkungen aus Frankfurt bekommen, haben ihr Spiel generell auf den zweiten Ball verlegt, spielen viele lange Bälle, gehen dann gut auf den zweiten Ball und in der Rückrundentabelle sind sie jetzt auf dem 5. Platz, das spricht für sie. Aber wir haben auch Qualitäten und wollen natürlich dort unsere Qualitäten entgegensetzen. Dann nochmal zum Abschluss. Wir gewinnen am Samstag in Mainz, weil? Weil wir einfach entschlossen auftreten, als Team auftreten. Und das muss nicht nur jetzt gegen Mainz so sein, das muss die letzten 8 Spiele so sein. Herzlichen Dank, Priti, und wir wünschen viel Erfolg dabei. Dankeschön.